Was war mit dem Mann? Er war oft in den Clubs in der Stadt anzutreffen, ja, und er hatte immer etwas dabei. Drogen? Diese Pillen, ja, von denen es unzählige gibt. Er soll die besten gehabt haben. Ein Drogenhändler vom Land? Hat er hier gelebt? Ja, es gab Gerüchte. Na, raus damit. Oder die Trüffel sind gestrichen. Er hatte eine Freundin, die älter war als er. Therese Zemp. Aha. Ja, ich sollte Ihnen gewisse Dinge erst nach der Pizza verraten. Sie können mir vertrauen. Ich bin ein Ehrenmann. Ja, heute ist das nicht mehr so. Früher konnte man den Leuten trauen. Heute muss man aufpassen, dass die Rechnungen bezahlt werden. Wir Handwerker sind die ärmsten Kerle. Ich habe keine Zeit, um ein Inkasso zu machen und jemanden zu betreiben. Ist aufwendig und bringt ebenfalls auf nichts. Mich müssen Sie nicht betreiben. Wenn ich 50 Franken verspreche, dann kriegen Sie die auch. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Die meisten Tische sind schon besetzt. Ja. Ich gab ihm den 50er und eilte in die Pizzeria. Ich ging gemächlich zum Haus von Frau Zemp. Da sie auf mein Klingeln nicht reagierte, betrat ich das Grundstück wie schon beim ersten Mal. Es dauerte auch diesmal keine 5 Minuten, bis sie erschien. Sie schon wieder? Hat sie Herr Gautschi nicht vorgewarnt? Ich habe ihm gesagt, dass es nichts bringt, mit Ihnen zu reden. So etwas führt nur dazu, dass Sie erst recht neugierig werden. Ist es nicht so? Genau so ist es. Möchten Sie mir eine Geschichte erzählen? Nein, aber ich höre gerne zu, was Sie mir zu erzählen haben. Eddie Löwenzahn starb hier in Ihrem Garten. Da, drüben im Gartenhaus. Es war eiskalt und er kam auf die dumme Idee, den Holzkohlengrill anzufeuern. Ein tragischer Unfall. Die Leiche kam Ihnen ungelegen. Wem kommt eine Leiche gelegen? Sie mussten sie loswerden. Denn die Polizei hatte Fragen gestellt und sie hätte sich im Haus und im Nebengebäude umgesehen. Das wäre für sie fatal gewesen. Keine schlechte Geschichte, aber da ist nichts. Alles leer. Hat Ihnen Herr Gautschi dabei geholfen? Haben Sie ihn angerufen und ihm vorgeschwärmt, dass Sie noch immer Tag und Nacht an ihn denken? Er hat gesehen, wie Löwenzahns Leiche weggeschleift wurde. Von dem Mann, der kurz danach erschossen wurde. Ein Drogenhändler, mit dem Sie eine Affäre hatten. Männer haben nun mal eine geringere Lebenserwartung als Frauen. Vor allem, wenn Sie in Ihrer Nähe sind. Ist es so? Ja. Dann sollten Sie jetzt aber ein wenig Angst kriegen. Eine weitere Dummheit werden Sie nicht begehen. Die einzige Dummheit, die ich beging, war, Fernando darum zu bitten, die Leiche wegzubringen. Ich hätte es selber machen sollen. Ist Fernando bewusst geworden, dass er Sie von da an in der Hand hatte? Wollte er am Erlös aus dem Drogenlabor beteiligt werden? Genug jetzt. Die Geschichte beginnt mich zu langweilen. Gehen Sie. Herr Gautschi ist verheiratet und nicht der Typ, um mit einer Gangsterbraut durchzubrennen. Wer sagt denn, dass ich mit ihm durchbrennen möchte? Sie benutzten ihn, so wie Sie alle anderen benutzten. Weshalb so moralisch? Oder sind Sie eifersüchtig? Möchten Sie mit mir durchbrennen, Maloney? Ich widerstand der Versuchung. Es dauerte 2 Tage, bis die Polizei mit meinen Ermittlungen gleichzog. Frau Zemp war längst unauffindbar. Dafür wurde mein ehemaliger Klient verhaftet und wegen Komplizenschaft in Untersuchungshaft genommen. So geht das!